normales Tagesgeschäft, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das immer noch nicht so ganz begreifen. Und dann ausgerechnet mir, ich habe sonst noch nicht mal 3 richtige im Lotto. Unverhofft kommt oft. Naja, 90 Jahre ist sie alt geworden. Tante Lisa, ich habe ewig nicht mehr an sie gedacht. Sie sind eben der einzige Hinterbliebene und wie gesagt, wenn kein Testament vorliegt... Was mache ich denn jetzt mit der Hütte? Also Hütte würde ich noch nicht sagen, Herr Schumann. Das Haus soll ganz schön groß sein. Vermieten Sie es doch. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie hoch die Mieten auf den Inseln sind. Ja, das können wir vorstellen. Oder nehmen Sie es als Ferienhaus? Für mich alleine. Und wenn Sie ganz dorthin ziehen? Und meine Arbeit? Wie lange haben Sie noch? 8 Jahre. Naja, da ließe sich doch vielleicht was machen. Ich meine, verkaufen können Sie es immer noch. Rufen Sie mich ruhig an, wenn Sie Hilfe brauchen. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Da geht's raus. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ist hier jemand? Hallo? Kundschaft? Hallo. Moment, das ist ein Irrtum. Stehen bleiben, sag ich. Augenblick, ich kann das erklären. Kein Mucks, sonst baller ich Ihnen den Regen weg. Aber jetzt nehmen Sie mal die eine Flinte da weg, das ist ja wohl lächerlich. Lass Sie die Finger weg. Uni, 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 Uni. Bloß das nicht. Das hat gerade noch gefehlt. Wo soll ich denn nur bloß mit ihm hin? Im Garten einkuhlen? Oder mit Säure in der Badewanne? Ach du liebe Zeit! Oh nee, jetzt hat er sich auch noch erkältet. Sie halten die Backen. Niemand tut Ihnen was. Seien Sie mal froh, dass Sie noch leben. Wenn ich nicht wäre, dann würden Sie immer noch daneben anliegen und dösig aus der Wäsche gucken. Was? Also gut, aber ganz leise, klar? Was wollen Sie? Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ja, dann sagen Sie doch was. Mimulus. Was? Ja, das sollten Sie mal nehmen. Mimulus, Bachblüten. Kennen Sie da was von? Was für ein Ding? Ja, Sie sind so ein Mimulus-Typ, was? Sie hätten mich hier gleich weg totgeschossen. Ach was? Ich hab doch das Projektil aus der Patrone rausgepult.
Wieso machen Sie denn sowas? Soll ich die ganze Kammer neu tapezieren, oder was? Jetzt mal raus mit der Sprache. Was haben Sie hier zu suchen? Ich kenne mich hier nicht aus. Ich suche das Haus von Frau Ranke, Lisa Ranke. Und weiter? Ja, die ist tot. Die ist vor drei Wochen gestorben. Macht Ihnen das vielleicht was aus, wenn wir uns ein klein bisschen was hinsetzen würden? Kommen Sie. Wollen Sie einen Tee? Nee, danke. Machen Sie mal keine Umstände. Ich hab ihn gerade fertig. Zucker? Hier, danke. Hab ich selbst. Setzen Sie sich hin. Da. Jawohl. Tut mir leid, ich hab gar nichts im Haus. Sie haben ja auch nicht mit mir gerechnet, nicht? Nee. Also das ist hier nicht das Haus von Lisa Ranke. Doch. Doch? Zucker. Nee, danke. Aber dann verstehe ich nicht. Haben Sie sich hier einquartiert oder was? Und was geht Sie das an? Das ist mein Haus. Das wusste ich aber. Das habe ich geerbt. Von Lisa? Sie kennen sie? Ob ich sie kenne? Ich habe 20 Jahre für sie gearbeitet. Ich habe mich um sie gekümmert. Ich wohne hier seit 20 Jahren. Da hat der Notar mir gar nichts von gesagt. Was für ein Notar? In Hamburg. Trinken Sie, der wird kalt. Jawohl. Ich habe ja in den letzten 20 Jahren den Haushalt gemacht. Als ich kam, da war Lisa 70. Sie meinte, sie bräuchte ein bisschen Hilfe, aber eigentlich konnte sie alles allein. Ich habe dann gekocht, den Garten gemacht, blöde Reparaturen, was so anfiel. Haben Sie einen Vertrag? Sehen Sie, ich habe einen. Ich habe einen Erbschein. Und? Was heißt das? Dass das Haus jetzt mir gehört. Und von mir hat sie nichts gesagt in ihrem Testament? Es gibt kein Testament. Wieso ist der Notar denn auf Sie gekommen? Ich bin der Einzige, der noch über ist von der Familie. Ja, aber sowas, das geht doch nicht. Das ist ungerecht. Gerechtigkeit und Gesetz, beste Frau, das ist nicht immer dasselbe. Ich habe hier 20 Jahre lang meine Arbeit gemacht. Und jetzt mit dem Mal, da kriegt er keinen Hahn mehr nach. Na, ich nehme an, Frau Ranke hat sie bezahlt. Ja. Nee. Bloß ein Wischen, was ich so gebraucht habe. Ja, aber frei wohnen haben Sie doch, oder nicht? Na ja. Nur und essen, oder nicht? Ja, klar. Wie stellen Sie sich das denn vor? Sie gibt mir Geld und ich gebe ihr das dann gleich wieder, weil ich hier esse. Und dann gibt sie mir das wieder, damit ich für uns einkaufen kann. Wir waren ja erwachsene Menschen und keine Behörde. Für mich ist die Sache sonnenklar. Sie haben hier gearbeitet, Sie haben mir ihr Geld für gekriegt. Ich habe noch nie was geerbt. Das hat da doch nichts mit zu tun. Ich bin mit 14 von der Schule abgegangen und habe gearbeitet. Als Zimmermädchen im Seeblick. Das war das erste Hotel hier. Später kamen dann andere Hotels und Pensionen. Ich bin immer auf der Insel geblieben, was sollte ich auch am Festland. Ich habe hier ja immer was gefunden. Meistens als Zimmermädchen. Margret, kannst du mal eben das? Margret, hast du schon dies? Margret, wie sieht das denn hier schon wieder aus? Ich war inzwischen über 30, aber ich war immer noch das Mädchen. Zimmermädchen. Eines Tages habe ich Lisa getroffen. Sie hatte Pflanzen kommen lassen für ihren Garten. Sie war gerade dabei, die mit ihrem Bollerwagen von der Fähre nach Haus zu bringen. Und da habe ich sie angesprochen.
ob ich ihr helfen kann. Und da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, oh, das ist aber nett von Ihnen. Und ich habe gedacht, dass sie mir bloß kein Geld gibt, bloß weil ich ihr geholfen habe. Aber sie hat mir ihren Garten gezeigt und dann hat sie gefragt, und wo sollen die Blumen nur hin? Was meinen Sie? Was meinen Sie? Ich habe dann gesagt, einfach bunt durcheinander. Und da hat sie gesagt, ja, da haben Sie eigentlich auch recht. Und dann bin ich rot geworden, das weiß ich noch. Und dann habe ich die Blumen gepflanzt und sie hat das Mittagessen gemacht. Und dann haben wir zusammen gegessen. Und dann hat sie mich ausgefragt. Und 2 Wochen später bin ich in das Zimmer eingezogen. Und sie hat gesagt, ich heiße Lisa. Und jetzt gehört Ihnen das alles. Ja, das ist sicher alles nicht einfach für Sie. Ja, ich verstehe ja schon. Was ist denn los? Wo sind Sie denn? Sie haben doch noch nicht mehr Ihren Tee getrunken. Ich will bloß eben schnell meine Sache. Nun hören Sie doch mal zu. Also Sie brauchen doch jetzt noch nicht gleich... Ja, ich gehe ja schon. Geben Sie mir noch 10 Sekunden, dann bin ich weg. Als hätte mich das nie gegeben. Das ist jetzt Ihr Haus, das weiß ich ja jetzt. Und keine Angst, von hier an Sachen auf... Ich nix an. Ja, aber Sie brauchen jetzt nicht gleich alles zu hier. 20 Jahre. Es wird mittlerweile auch mal Zeit, dass ich an mich denke. Reisen, die Welt kennenlernen, neue Leute. Frankreich, Italien, Amerika. Ich hab 1462 Euro auf dem Sparbuch. Mir steht die ganze Welt offen. Oh Gott, haben Sie ihr wehgetan? Ach, lass Sie mich los! Ich muss hier renovieren. Ich muss Geld verdienen mit dem Haus. Meine Mittel sind beschränkt. Und meine Zeit auch. Ich muss sehen, dass Pensionsgäste hierher kommen. Ich kenne das Haus nicht, ich kenne die Inseln nicht. Sie könnten mir das in der ersten Zeit alles mal so ein bisschen zeigen. Ich habe mir mit dem Renovieren schon genug ans Bein gebunden. Sollte ich mir vielleicht nebenbei auch noch selber was kochen? Arbeiten Sie noch eine Zeit lang für mich, dann sitzen Sie auch nicht so batz auf der Straße. Sonst heule ich nie. Was verdienen Sie eigentlich? Ach Mensch, das ist ein Sackkram. Margit? Ja? Können Sie mir eben noch mal helfen, bitte? Was Sie für eine Energie haben? Ja, was? Bald wie Lisa. Danke. Nun war sie auch schon ein bisschen älter. Ja, ich muss jetzt mal wieder Schlag ranhauen hier, ne? Sie haben ja schon ordentlich was geschafft. Ja. Und das Zimmer, das muss ich auch noch auseinandernehmen. So geht das nicht. Wachstuch auf dem Tisch und Kalender an der Wand und dieser ganze Schied. Wie sieht das denn aus?
Das muss alles heller werden, freundlicher. Die Menschen aus der Stadt, die wollen Komfort. Ja, muss alles raus. Ich brauche andere Möbel. Original-Country-Möbel. Ja, Country-Style. Das ist der Renner. Ja. In meinem Verlag, ne? Da machen sie diese Illustrierten 3 Stück jeden Monat alleine über Country Life. Über was? Country Life. Leben auf dem Land. In Hamburg? Ah, natürlich. Da setzen ja die meisten Zeitschriften, ne? Und über was schreiben Sie? Was ist? Über was schreiben Sie? Ich schreibe nicht. Nee. Bloß nicht. Da wird man ja rampenlösig bei. Nee, nee. Ich muss die Inserenten anbaggern. Die was? Die Inserenten, die Anzeigen. Ja, das ist wichtig. Da kommt das Geld her. Was glauben Sie, was so ein Blatt kostet? Warum machen Sie denn nicht nur eine Illustrierte zu dem Thema? Dann brauchen Sie auch nicht so viele Anzeigen. Könnte das vielleicht angehen, dass Sie nicht so ganz auf dem Boden unserer kapitalistischen Grundordnung stehen? Sie haben ja einen drolligen Beruf. Ja, ne? Gehabt, gehabt. Jetzt habe ich ihn ja nicht mehr. Ich habe ihn in den Sack gehauen. Ja, das wurde auch höchste Zeit. Was ist das denn? Was ist das denn? Wie haben Sie das denn gemacht? Haben wir schon aufgeräumt. War mal wieder Zeit. Ja, aber das ist ja fantastisch, ist das. Da ist noch so eine alte Wanduhr in der Waschküche. In der Waschküche? Lisa, die konnte das Ticken nicht ab. Oh Gott. Ich hab schon immer gedacht, die können eigentlich gut dahin, wo der Kalender war. Mhm. Ja, stimmt. Ja, und der Teppich? Ach, den. Den reiß ich da die Tage mal raus und dann klopp ich ihn ordentlich durch. Und dann schamponiere ich ihn. Dann leuchten die Farben wieder wie beim Neuen. Guck mal. Ein paar andere Gardinen könnte ich auch noch nähen. Hell und freundlich. Oder was meinen Sie? Man könnte fast in Ahnung haben, dass Sie solche Illustrierte abonniert haben. Und Sie? Kommen Sie gut voran? Ja, dann will ich mal wieder, ne? Ja. Sie sehen aus, als macht Ihnen das Spaß. Ja, so ein bisschen vielleicht. Ist eben so richtige Männerarbeit, ne? Aha. Was gibt es eigentlich zu essen? Erbsensuppe! Erbsensuppe. Atemsuppe ist gibt. Was gibt es eigentlich zum Mittag? Ich wollte wissen, was es zum Mittag gibt. Erbsensuppe. Was? Das hatten wir doch gestern schon. Die ist von gestern. So. Fertig. Das ist ja schön. Alle Kinderzimmer? Jawohl. Haben Sie das so anständig gemacht? Sie können ja dann nachher durch das Haus hoppeln und alle meine Fehler wieder ausbessern. Oh, Sie haben sich da mal wieder vollgesaut. Gucken Sie mal hier. Wo? Im Gesicht. Ist weg. Danke. Nehmen Sie sich ruhig was von dem Tee. Oh ja. Der ist sowieso kalt. Dankenswert. Hören Sie mal zu. Haus am Meer, Country Life in traumhafter Lage, Ihre Adresse für idyllische Ferien an der See. Telefon, Fax, Pipapo, ne? Und? Wo ist das? Das ist hier! Also mehr. Hier. Diese Betten hier. Und hier. So ein Schrank.
Kommode passend. Ja, aber wir haben doch noch Lisas Bett. Und im Schuppen, da sind auch noch welche. Wenn ich da mal beigehe, dann sind die in 0,0 wieder wie neu. Nee, das geht nicht. Das muss alles perfekt sein. Mit Tradition, aber Nigelnagel, nee. Na, wenn Sie das Geld mal wieder reinkriegen, was wollen Sie denn nehmen für so ein Zimmer? 75 Euro. Hm. Das sind denn 300 Euro im Monat. Das sind 75 am Tag. Was? 75 Euro am Tag? In der Stadt verdienen die Leute auch mehr Geld. Ja, die einen ja und die anderen nicht. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist schon immer so gewesen. Die Leute wollen das Exklusive. 75 am Tag. Die Suppe ist gleich fertig. Ja, ich muss mir eben noch die Hände waschen. Sie haben das aber hübsch hier. Och, alles alte Sachen. Ja, das sehe ich. Setzen Sie sich mal da auf das Sofa. Danke. Oh. Ja. Und dann können Sie das Bein so auflegen. Ja. Wie sind Sie denn eigentlich in unseren Garten gekommen, wenn ich das fragen darf? Oh, aus dem Baum. Aus dem Baum? Ja, aus diesem herrlichen Apfelbaum, den Sie da stehen haben. Also, das ist mir sowas von peinlich. Ja, aber der trägt doch noch gar nichts. Ja, ich wollte ja auch keine Apples klauen. Nee? Nee, aber... Aha. Was wollten Sie denn? Malen. Malen? Ja, malen. Oh, was haben Sie denn gedacht? Tja, komisch, dass ich da nicht von selbst drauf gekommen bin. Wissen Sie, dieses graubraun-grüne Dach, was Sie da haben? Und der Garten mit seiner Farbenexplosion. Ja. Das lag da so vor mir und rief, mal mich. Aua. Was Sie nicht sagen. Ja, und dann habe ich eine Perspektive gesucht. Und? Haben Sie eine gefunden? Ja. Auf dem Baum. Nee. Ja, doch. Na, wie die da wohin gekommen ist. Und? Wie geht das Ihrem Fuß? Ach, Mensch, ja, schon besser. Danke. Da nicht für. Na, red mit dem Wasserkasten im Klo, da müssen Sie auch noch mal beigehen. Das ist auch ein... Oh, Besuch? Ja, Mensch, ich hab mich auch noch gar nicht... Hagen, Björn Hagen. Und Herr? Bodo Schumann. Ja, moin. Moin. Er ist aus dem Baum gefallen. Ach, was? Na ja, wegen der Perspektive. Er wollte die Explosion malen. Und dann... Ach, da haben Sie sich den Fuß verknackst. Ja, das tut höllisch weh. Das kenne ich. Ich bin von der Leiter gefallen. Ach so. Tja, die Männer kommen in den letzten Tagen wie das Fallobst. Annika. Wer? Ja, schon Sie mal nehmen. Sollten Sie nehmen. Annika, habe ich da. Gebe ich Ihnen nachher was von. Nee, ich wollte wissen, wo wohnen Sie denn? In Hamburg. Ach, guck an. Da komme ich auch her. Ach ja? Ja. Nee, ich meine, wo Sie hier auf der Insel wohnen. Ich bin erst heute Morgen angekommen mit der Fähre. Ich muss mir noch was suchen. So weit draußen wie irgend möglich. Ich glaube, das ist zum Malen. Zum Malen? Ja. Sind Sie Kunstmaler? Ja. Ist das so richtig Ihr Beruf? Also, was anderes kann ich nicht. Und da kann man von leben? Ohne internationale Kontakte kann man das natürlich vergessen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, dann wollen wir mal. Die Erbsensuppe wird sonst kalt. Sie essen doch einen Teller mit. Aber das war doch für Sie gedacht. Ach was, das langt doch für uns alle. Ja, da können Sie doch nicht Nein sagen. Bei Erbsensuppe kann ich so und so nicht Nein sagen, danke. Mir so ein Bier zu? Ja, gerne. Zwei Bier, Marit. Eigentlich muss ich auch ein bisschen mit meiner Galle aufpassen, ne? Aber was soll das? Nehmen Sie sich mal auch eins, wenn Sie wollen. Nett von Ihnen. Lisa, Marco. Für mich nicht, danke.
Ein Glas. Und Sie sind so richtig Kunstmaler, ne? Ja, ja, so richtig Maler, ja. Kreativ. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sie suchen ein Zimmer? Ja. Vorhin, als ich das Haus hier gesehen habe, habe ich ja zuerst gedacht, aber naja, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Ein Zimmer haben wir. Sie haben ein Zimmer? Ja, klar. Wir haben sogar 4 Zimmer. Ja, das nächste Mal. Wenn es das nächste Mal kommt, dann vielleicht. Ne? Die sind auch ganz schön teuer. 75 Euro. Aha. Ja, im Augenblick geht das ja sowieso noch nicht. 75 den Tag, nicht das, was Sie denken. Gut, nicht? Ja, und dann haben wir auch noch gar keine Betten. Ach so, keine Betten. Also, dann scheinen mir 75 vielleicht doch ein bisschen viel. Ja, aber Sie sind doch aus der Stadt, oder? Margret. Ja, ich komme aus Hamburg, ja. Dann habe ich da wieder irgendwas verkehrt verstanden. Aber groß geworden bin ich hier an der Küste. Oh, dann liegt das vielleicht daran. Soll das heißen, Sie würden das Zimmer lieber nehmen, wenn das ein bisschen billiger wäre? Also, das ist vielleicht eine Frage. Naja, aber so ganz ohne Betten. Also. Dann können wir ja nur auch normal schnacken. Wir haben nämlich Möbel, aber die sind nicht aus dem Kaufhaus. So, ne? Ja, im Augenblick ist das ja alles noch ein bisschen improvisiert, wissen Sie? Die sind alt. Wow, Bauernmöbel eben. Ja, aber das wird hier nämlich so eine Exklusivpension für höchste Ansprüche. Aber so Bauernmöbel sind doch viel besser als Doppelbett Carlsson in Fichte Natur. Ja? Ach ja. Ja, denn. Dann kann ich die Sachen ja eben noch reinstellen, nicht? Aber das klingt ja bestens. Ach, oh, wie ungeschickt. Oh. Ich hole ihn schon. Margret, was soll das denn, Mensch? Wieso? Sie sind doch knapp mit Geld. Dann können wir den ersten Gast doch nicht. Was wir haben, das haben wir. So, dann lassen Sie sich mal nicht stören. Ich fange schon mal an. Jetzt warten Sie mal eben, das können Sie doch nicht alleine. Ich fass eben mit. Sie mit Ihrem kaputten Fuß? So weit kommt das noch. Lassen Sie mal. Sie kriegt das ja bezahlt. Ach so. Ja, nur weiß ich auch nicht. Soll ich denn nur hier wohnen? Ich meine, ist Ihnen das denn überhaupt recht? Wenn Ihnen das so langt. Das ist ja alles noch nicht so, wie das mal werden soll, ne? Nee, was exklusiv, ne? Ah, ich habe da so eine Kampagne entwickelt. Aha. Ich kann dir das mal zeigen. Country Style, das ist ja der Trend, ne? Ja. Gibt das sogar spezial, richtig spezial Zeitschriften für. Und dann wäre das so eine Kampagne. Hör mal zu, das geht so. Ja. Haus am Meer, Country Life, in traumhafter Lage. Ihre Adresse für idyllische Ferien an der See. Was halten Sie davon? Doch ja, das hört sich nach was an. Ja, das wird in ganz Deutschland, wird das in der Zeitung gesetzt. Ich bin da nämlich Profi. So, ach, Presse. Ja, Anzeigenakquise. Verlag Pöseldorf, Hamburg. Ja. Können Sie vielleicht? Nee, kenne ich nicht. So ein Spezialverlag. Wir machen, das ist auch alles. Hier zum Beispiel, das ist hier. Auch, das ist, was machen wir in unserer Zeit? Aber ich mach das nicht mehr. Nö, ich hab da einen Sack gehauen. Ist ja gut, wenn man sich das leisten kann. Ja, das, okay. Das war nicht mehr mein Ding. Hier. Ja, das ist auch mein Ding. Ja, das ist alles Country-Style hier. Nee, aber ich wollte ja noch mal wissen. Sie malen also, ne? Hä? Ja, ja. Und was malen Sie so? Meistens so ungegenständlich. Sie malen abstrakt. Also das sagen die Leute so, aber Bilder sind ja immer abstrakt. Was? Nee. Ja, doch, doch. Da, gucken Sie mal so einen Schrank zum Beispiel, ja? Ja? Der ist ja konkret. Aber jetzt ein Bild von so einem Schrank, das ist ja bloß Farbe. Das ist sozusagen die Idee von dem Schrank. Und Ideen, die sind abstrakt. Ach so. Ja. Und dann auf der anderen Seite Farbe auf einer Leinwand. Ja. Die ja auch gar nichts anders sein will als Farbe auf einer Leinwand. Ja. Ja, und die ist ja, was sie ist und nicht ein Bild von irgendwas anderem. Die ist konkret, genauso wie dieser Schrank da. Verstehen Sie?
Ich heiße Bodo. Ja. Prost, Bodo. Ja. Prost, Bodo. Du sag mal, Jörn. Aber du malst doch nur abstrakt, ne? Ja, kann man auch sagen. Bloß die Natur, die brauchst du trotzdem. Ja, natürlich. Die inspiriert mich. Und dann diese Ruhe hier bei uns auf der Insel. Tag für Tag nichts anderes als diese himmlische Ruhe. Ja, das sag man, du. Weißt du was, Bodo? Na, was denn? Ihr lebt hier geradezu im Paradies. Oh, hallo Margit. Tag, Herr Hagen. Sie sind ja wohl immer am Arbeiten, ne? Oh, muss ja. Oh, Vorsicht, Sie haben da Erde an Ihrem Stiefel. Oh. Oh, oh, du lieber Himmel. Nun lassen Sie mal, nun ist das auch egal. Ich muss hier nachher sowieso mit dem Staubsauger bei. Das tut mir aber leid. Ach was, das ist doch nicht so schlimm. Ich gehe in die Waschküche, dann können Sie hier sitzen. Aber nicht meinetwegen. Und nun bleiben Sie doch, dann können wir noch ein bisschen klönen. Tja, wenn Sie das nicht stört. So weit kommt das noch. Waren Sie denn schon mal draußen heute? Das Wetter, das ist so wunderbar. Die Luft, die ist wie Milch und Honig, die kann man beinahe trinken. Tja, der Mann, Prost. Ich muss arbeiten. Oh, das geht nicht. Sie müssen auch mal vor die Tür. Einer muss es ja tun. Einer oder zwei. Nee, nun lassen Sie, Mann. Das geht doch nicht. Was geht nicht? Ich habe schon Windeln zusammengelegt, da haben Sie noch Wäsche getragen. Ne? Haben Sie heute Vormittag schon gemalt? Ja, natürlich. Wo waren Sie denn? Ans Strand? Nee, so ein bisschen weiter zum Ostland hin. Da ist so ein kleines ja, Trafo-Haus oder was das ist. Aha. Finden Sie das denn schön? Also, ich habe nicht das Trafohaus gemalt. Ach so. Nee. Ich habe die Sonne gemalt. Die Sonne? Ja. Und den Wind. Und den Duft von den Wiesen. Naja, die Touristen gehen da oft hin, wenn sie mal wohin müssen. Aber wie können Sie denn den Wind malen? Den Wind? Aha. Ja. Gucken Sie sich mal die Blume an. Sie müssen so ein bisschen von oben gucken. So, was sehen Sie? Rot, oder? Gut. Und jetzt passen Sie mal auf, was sehen Sie jetzt? Ja, ich weiß nicht. Nun sehe ich mehr von dem Grün, nicht? Genau das. Und nun gucken Sie mal, was das Rot, das Leuchten anfängt, wenn da die Sonne drauf fällt. Sehen Sie das? Ja, stimmt. Also, die Blume ist rot. Mhm. Und wenn da der Wind reinfährt, dann nimmt er ihr ein bisschen sowas weg von dem Rot und gibt ihr so ein düsteres Grün dazu. Und wenn dennoch zur gleichen Zeit die Sonne scheint, dann kriegt die Blume auch noch so ein hellrotes Leuchten, besonders an der Sonnenseite. Sehen Sie das? Ja. Und das malen Sie? Ja. Bloß, ich lasse die Blume weg. Und so sieht das denn aus. Tatsächlich. Was sind das bloß für Farben? Naja, das ist ja bloß eine Skizze. Später, wenn ich denn die Ruhe dafür habe, dann male ich das in Acryl und viel größer. Darf ich die anderen auch? Gerne. In dem hier kann man direkt die See riechen. Sie verstehen das ja wirklich. Ich würde das gern mal sehen, wenn das fertig ist. Denn sollen Sie das auch. Hallihallo, du radelst mal, wen ich mitgebracht habe. Du kommst schon, immer rein in die gute Stube. Ah.
Guten Tag. Guten Tag. Das ist der Dr. Hirte. Das ist der Notar aus Hamburg, der die Erbschaft von Tante Lisa abgewickelt hat. Ja, ich bin zufällig auf der Insel, Bekannte besuchen. Das ist mein Freund Jörn Hagen. Und das ist, habe ich Ihnen ja am Telefon schon gesagt, nicht? Margit Sieß. Ach, Sie sind das. Guten Tag. Guten Tag. Wie schön, dass Sie beiden sich arrangiert haben. Ich sage immer, wenn man ohne Anwalt auskommt, hat man schon gewonnen. Ja. Herr Dr. Hirte, ich muss mal eben unhöflich sein. Ich habe da draußen noch einen Bollerwagen stehen. Sind Lebensmittel drauf, ein paar Tiefkühlsachen dabei, ja? Tun sich keinen Zwang an. Warte eben, Bruno, ich helfe dir. Ja, Margit? Ja? Können Sie mal Herrn Dr. Hirte das alles mal so ein bisschen zeigen? Ja, wenn Sie wollen. Ja, gerne, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ist doch schon alles der Schmuck hier. Haben Sie wohl renoviert, ne? Tja, muss ja sein. Wegen der Gäste. Wirklich sehr niedlich. Was denn für Gäste? Erwarten Sie Besuch? Besuch ist gut, ne? Du, das ist in Hamburg eine ganz große Nummer. Villa an der Elbchaussee und Porsche und sowas alles. Na, guck mal an, du. Was hast du da denn? Das? Was geht's denn? Ich war heute Morgen schon unterwegs. Ist ja toll, du. Könnte ich nicht, du. So, dann lass uns mal, ne? Anders taucht uns noch das Essen. Genau. Tja, neu ist es natürlich alles nicht. Am meisten Arbeit haben wir uns mit den Möbeln gemacht. Und das eine Bad ist wirklich für alle Zimmer? Finden Sie das zu wenig? Und Sie führen Herrn Schumann hier das Haus, oder? Ja, wieso? Das ist ja wirklich ein Glückspilz. Oh. Genauso jemanden wie Sie könnte ich in Hamburg gut gebrauchen. So jemanden wie mich? Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, Sie können arbeiten. Sie sehen, was zu tun ist. Das muss man Ihnen nicht erst sagen. Na ja. Sie können mit Menschen umgehen? Ach, woher wollen Sie das denn wissen? Ich sehe, was ich sehe. Können Sie kochen? Das kommt ganz drauf an. Wenn Sie mögen, was ich koche, dann ja. Und charmant sind Sie auch noch. Also wirklich, Herr Dr. Hirte, das hat mir noch niemand gesagt. Ja, das habe ich befürchtet, Frau Siems. Sie sollten sich das wirklich mal überlegen. Überlegen? Was? Ich arbeite viel und bin viel zu wenig zu Hause. Ja. Mein Haus kommt mir manchmal so unbewohnt vor. Ich meine, es gibt Putzfrauen und so, das ist nicht das Problem. Aber wer sorgt für den Rest? Wer sieht all die Kleinigkeiten, die es erst wohnlich machen? Wer merkt zum Beispiel, wo Blumen hingehören und wo nicht? Sie wissen genau, was ich meine. Also wirklich, Herr Dr. Hirte, ich weiß gar nicht, was ich dazu... Sagen Sie jetzt nichts. Denken Sie einfach nach und lassen Sie sich Zeit. Also, vielen Dank, aber ich habe ja hier schon... Ich würde mich freuen. So, dann sind wir jetzt mal wieder versorgt. Na, Dr. Hirte, haben Sie sich das alles mal so ein bisschen angeguckt? Ja, ich will da mal wieder. Gefällt es Ihnen denn hier bei uns? Muss ein herrliches Wohnen sein hier in dieser Ruhe. Was sagen Sie denn zu den Zimmern? Ich meine, da müssen sich die Gäste doch wohlfühlen, oder? Ja, ganz bestimmt, Herr Schumann. Wenn Sie jemanden finden, der gerne das Bad mit 6 oder 8 wildfremden Leuten teilt, wie viel wollen Sie denn nehmen? 30? Pro Nacht und Zimmer. So. Freuen Sie sich, wenn Sie 15 kriegen in der Hauptsaison. Meinen Sie wirklich? Mit Glück kriegen Sie die Zimmer 3 Monate lang vermietet. Bei 4 Zimmern wären das keine 400 Tagesmieten zu jeweils 15 Euro. Zusammen keine 6.000 Euro. Oh, dann müsste ich das aber nur... Einnahmen, nicht Gewinn. Das ganze Jahr. Von den Ausgaben reden wir lieber gar nicht. Hoffentlich reicht Ihre Rente. Ja, was soll ich denn machen? Wenn Sie mich fragen, abstoßen. Ich glaube, vielleicht ist das ja auch falsch. Vielleicht stehen ja irgendwelche Leute auf sowas und zahlen Liebhaberpreise, wer weiß. Gibt ja sogar Menschen, die im Urlaub gerne Insekten fressen möchten. Gottes Garten ist groß und bunt. So, ich muss los. Vielen Dank nochmal für die Führung. Moment, ich bringe Sie noch eben. Ja, vielen Dank, das ist lieb von Ihnen. Das ist ja ein drolliger Kerl, ne? Oh, das kann man wohl sagen. Den kann ich gut leiden, du. Und nun? Wenn er nur recht hat. Klingt beinahe so, als hätte er recht. Was das wirklich? Und komm, du. Kopf hoch, Bodo. Ich hab das hier geerbt und dann will ich das auch haben. Verdammt nochmal, bloß weil so ein Kasper da vom Notar hier dicke Backen macht. Von mir aus kann er sich ein goldenes Klosette sein Porsche einbauen. Ich krieg das schon klar. Das sag ich dir. Oh, ich muss bei ihm. Ich brauch mal Pfefferminz. Was ist das denn? Was denn? Oh,
Was haben die denn auch noch so lange miteinander zu schnacken? Sag mal, du wolltest doch an deinen Pfefferminster schnuppern. Das reicht nicht. Mit Verlaub, Bodo. Das klingt ja beinahe so, als wärst du eifersüchtig. Ach Quatsch, das ist dieser Aufschneider da, der mir auf den Keks geht. Margret kann ja machen, was sie will. Dann ist ja gut, ne? Psst. Ne? Sie kommen. Ja, ich zieh mich dann mal ein bisschen zurück, ne? Das brauchst du nicht. Doch, ich brauch auch meinen Schlaf. Kann ich dein Pfefferminz haben? Ja. Danke. Das ist ein verrückter Kerl. So eigentlich ganz charmant, oder? Ach was, das ist ein alter Miesmacher. Ja, aber vielleicht hat er ja recht mit seiner Rechnung. Nun lassen Sie uns da mal erstmal über nachdenken. 6.000 im Jahr, hat er gesagt. Ja. Das sind dann 6.000 mehr als ohne Vermieten. Jo. Ach, was soll's. Wenigstens einen Gast haben Sie ja schon. Was bezahlt er eigentlich? Ja, da haben wir noch gar nicht groß drüber geschnackt. Fragen Sie ihn doch mal, ob er nicht seinen Künstlerkollegen ein bisschen was von uns erzählen kann. Moment. Künstler? Künstlerhotel? Nee. Künstlerhaus? Ja. Wohnen im Künstlerhaus? Ja. Wird das eine neue Anzeigenkampagne? Genau das. Wohnen im Künstlerhaus inmitten von Kunst und Antiquitäten. Das haut hin. Mensch, wenn ich Sie nicht hätte. Mich? Ich habe doch gar nichts getan. Ja, aber na klar haben Sie das. Ohne Sie wäre ich da noch nie drauf gekommen. Nee? Sie haben sich ganz schön verändert in der letzten Zeit. So? Wie denn? Ja, Sie sind, wie soll ich das sagen, Sie sind weicher geworden. Also, verstehen Sie mich jetzt bitte nicht verkehrt, aber zuerst habe ich gedacht, die hat aber Haare auf den Zehen. Naja, früher, da hat Lisa immer gesagt, wo das längst geht. Und dann mit dem Malen musste ich auf mich selber aufpassen. Ich hatte ja niemanden mehr. Ja, das ist wichtig, dass man jemanden hat, der für einen da ist. Ich selbst hatte das ja auch nicht immer, ne? Da war wohl mal jemand und dann auch mal wieder nicht. Meistens eher nicht. Aber das wird jetzt alles anders. Oh, Jungli, was bin ich froh, dass ich hier bin, bei Ihnen hier auf der Insel. Das wird alles gut. Ich hab das im Gefühl, das wird alles gut. Das Mittagessen. Überschrift Geheimtipp. Wohnen im Künstlerhaus. Direkt am Meer, inmitten von Kunst und Antiquitäten. Das haut hin. Ah, wenn das nicht hinhaut. Ja, das haut hin. Margret? Aua. Ich sag mal, Bogo, was hast du mich verjagt jetzt? Ich auch, du. Ach, tut mir leid. Du. Hast du dir wehgetan? Hat ja nichts Edles getroffen. Ist da was? Nee. Oh. Was hast du da denn? Das? Oh, das ist nix. Das ist. Wieder eine Skizze? Nee, ein Aquarell. Ein Aquarell? Ja, ein Aquarell. Und sonst male ich ja meistens Acryl auf Leinwand, aber das ist denn, ja, so groß, ne? Aha. Was hältst du davon? Hä? Hängt doch gut, oder? Also, weißt du, eigentlich ist das Bild. Ja, hast du recht. Ist ein bisschen lütt, ne? Sag mal. Kannst du nicht ein paar von deinen großen Bildern hier aufhängen? Wo, hier? Ja, hier auf der Diele, in den Zimmern, überall. Oh, so viele habe ich ja gar nicht. Ja, dann fangen wir eben klein an. Wie lange brauchst du für so ein großes Bild oder so ein Dings mit Leinwand, hä? Du, das geht nicht nach Quadratmetern, ja? Nicht so gut. Weißt du, bei mir war mal einer im Atelier, der hat gefragt, sagen Sie mal, Herr Hagen, ich habe da so ein blaues Sofa. Können Sie mir nicht mal was malen, was da drüber passt? Das musst du dir mal vorstellen. Ist ja nicht zu glauben. Ja, und ich habe dann gesagt, Sie haben ja wohl ein Rad absieben, den Andertaler, ne? Und denn? Den habe ich ihn rausgeschmissen.
Natürlich. Du, Björn, ich muss mal mit dir reden. Komm zu. Björn, ich habe da ein Problem. Was hast du für ein Problem, Bodo? Ja, ich könnte da nur jetzt lange hin und her reden. Geld! Ja! Und, soll ich dir was leihen, oder was? Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Nee. Lieber nicht, weißt du. Nee, Geld leihen, du, da geht die beste Freundschaft in die Binsen. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, ein paar Mal von gehört. Und, wie kann ich dir sonst helfen? Na, wo du da nur gerade von anfängst, also... Ja, versteh mich bitte nicht verkehrt. Ich freue mich über jeden Tag, den du hier bist. Und das ist auch kein Misstrauen oder sowas. Das ist bloß... Du meinst, ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen was vorweg bezahlen, ne? Naja, wenn dir das nichts ausmacht. Also, ich bitte dich, Bodo, das versteht sich doch wohl von selber. Du, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ja, das ist auch bloß gerade so jetzt im Moment ist das so ein winzig kleines Problem. Was? So eilig ist das doch nur auch wieder nicht. Nee, mein Lieber. Ich hab meiner Bank das schon gesagt. Wenn die sich nicht mal langsam um ihren Service kümmern, dann bin ich doch die längste Zeit gewesen, du. Pass mal auf, ich hab mir da was ausgedacht. Das will ich dir gerne mal eben... Hier hab ich das. Hör mal zu. So eine Kampagne, weißt du? Ja, ja. Überschrift, Geheimtipp, Wohnen im Künstlerhaus, direkt am Meer, inmitten von... Kunst und Antiquitäten. Telefonnummer und Finito. Kort und knapp, was sagst du dazu? Aha. Ah, siehst du, du hast das schon gleich begriffen. Mhm, du willst, dass ich die Kulisse abgebe, dass du hier so Schickimicki-Typen anlocken kannst. Ja, so ist das, wa? Mann. Ach komm, Björn, du reg dich doch nicht auf. Ich reg mich nicht auf, Bruno. Ach, Björn, lass dir das doch erklären. Bitte. Ich habe da in Hamburg gelebt. Ich habe da in diesem Verlag gearbeitet. Ja, ich weiß. Und die meisten in diesem Verlag, weißt du, wie alt die waren? So alle so um die 25. So jung? Ja. Diktatur des Volontariats. Und wie kommt das? Oh, das ist ganz einfach. Die nehmen sich einen Volontär, den kriegt der einen großen Titel. Sales Management Directors Consulting Assistant oder so ein Quatschkram. Dann kriegt er ein kleines Gehalt und einen großen Packen Visitenkarten und dann geht er los und mal Lob für drei. Ja, und dann? Ja, noch ein paar Wochen klappt er zusammen, kommt der nächste Volontär, kriegt einen anderen Titel. Consulting Assistant Director of Sales Management und so weiter und so weiter. Dynamische Personalpolitik. Fluktuation ist Innovation. Und was hat das nun mit dir zu kriegen? Ja? Ich saß in meinem Büro und war in der Zwischenzeit ein alter Sack, ein Fossil, ein Dinosaurier. Einmal, ne? Aber da komme ich im Verlag, da steht da so ein junger Spunter bei der Dern am Empfang und dann... Ja, was denn? Dann höre ich, wie er zu der Kleinen da sagt, guck mal den da an. Jetzt kommen sie schon zum Sterben her. Und dann habe ich plötzlich das Paradies geerbt. Von einem auf den anderen Tag war ich Paradiesbesitzer. Und das gebe ich jetzt nicht mehr her. Und darum brauchst du Gäste. So ist es. Und ich mache hier den Pyjatz, ne? Dass Jan und alle Mann hierher kommen. Guck mal, Kunstmaler. Ist der auch berühmt? Darf man den auch füttern? Papa, darf ich da mal drauf reiten? Ach, so ist das doch nicht, Björn. Pass auf, ich habe mir das so gedacht. Das wird hier deine Sommerresidenz. Du behältst dein Zimmer. Ne? Dann kriegst du noch die Scheune dazu. Das wird dein Atelier. Und das geht nicht, Bodo. Aber das ist doch alles umsonst, Mensch. So was kriegst du noch nie wieder. Ich habe meine Chance, du hast deine Chance. Das geht bloß zusammen. Alleine verliere ich mein Paradies. Und du auch. Das dauert doch keine 3 Tage, bis die ersten Leute fragen, können sie dir auch mal eine Windmühle malen? Tut mir leid, Bodo, aber das kann ich nicht.
Okay. Ich muss auch an meine Arbeit denken. Ist okay, nichts so. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Tja, dann will ich mal wieder an meine Arbeit gehen. Sag mal, kann ich vielleicht mal das Telefon? Na ja, klar, steht da doch. Aber wundert mich nicht, ab und zu geht das nicht so gut, denn steht da wieder eine Kuh auf dem Kabel oder so. Danke. Doch nicht. Ah, hallo Sabine, hier ist Björn. Björn! Du, Sabine, ich verstehe dich unglaublich schlecht, ja? Sag mal, was ist das denn für ein Telefon, ne? Ja, Sabine, also ich bin noch hier, mir geht das gut und du wolltest mir doch was schicken. Ja, ich renne hier jeden Tag zur Post und da ist aber nichts. Ich bin ein bisschen klamm im Moment. Du, Sabine, ich verstehe wirklich so gut wie beinahe eigentlich überhaupt nichts. Ein Mantel? Sag mal, was soll ich denn jetzt bitte schon mit einem Mantel hier mitten im Sommer? Ach so, ach manche. So. Wieso manche? Du Sabine, lass es das mal lassen, das ist dummes Zeug. Wirklich, ich verstehe nichts. Ich melde mich wieder, wenn ich auf dieser Insel mal irgend sowas wie ein Telefon finde, ja? Okay, ja, du mach gut. Tschüss, 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 tschüss. Mann, ist das ein Schickding, wa? Manche. Manche. Manche, 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 manche. Antje! Antje! Also super! Sabine hat mir erzählt, dass du hier bist und da habe ich gedacht, das passt ja gut. Dürf das denn vorsehen, du mit dir, wie verrat ich zu allerletzt redend? Was redest du denn wieder so komisch? Na komm, so komisch hast du früher auch geredet, ja? Das ist lange, lange her. Also so lange nun auch wieder nicht, ne? Sag mal, jetzt habe ich ihn wieder verjagt hier. Was haben wir da denn? Hi. Hi. Das ist Omo Bogena. Omo Bogena. Nett, Sie kennenzulernen. Ja, moin, 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 moin. Bogena, bei dem Namen klingelt was. Omo ist ein international bekannter Fotograf. Wahrscheinlich hast du den Namen schon öfter gelesen. Ja. Mode, Tabletop, Interiors und solche Sachen. Ja, ja, das mag ja sein. Aber nee, Bogena, das klingt ja nun eindeutig so, als wären Sie aus Ostfriesland. Pilsum, Begrätil. Ja, sag ich doch. Sie zehn Generationen. Fängst du jetzt auch noch an, so komisch zu reden, oder was? Antje, ich bin der Erste, der sich da rausgetraut hat. Meine Leute sitzen da noch. Jetzt wohnt Omo ja schon seit ewigen Zeiten in Hamburg und New York. Na, dann ist das ja besonders schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Oh Mensch, Antje, Antje. Komm hier, komm, komm, setz dich hier. Komm, los, hier hinsetzen. Da. Geile Hütte haben sie hier. Was kostet sowas? Omo! Ganzen Berg taste er heute. Nee, jetzt sag mal ehrlich, wie bist du da bloß reingekommen? Ach du, das ist eine. Das ist eine lange Geschichte, du. Das hat auch viel mit Glück zu tun, weißt du? Ja, das ist wirklich kompliziert. Ich erkläre dir das wieder. Kann ich das ja mal. Oh, hallo. Ha. Besuch? Guten Tag. Das da, das ist mein Freund Bodo. Hallöchen, schöne Frau. Das ist Margret. Das ist Omo Bogena, berühmter Fotograf aus New York. Hallo. Und Gret Ziel. Und das hier, das ist Antje. Hi. Guten Tag. Was führt Sie denn in unser kleines Paradies hier? Die Sonne und das süße Leben. Oh. Kleiner Wochenendtrip, bevor der nächste Job losgeht. Aha. Na ja, und dann wolltest du mich ja auch mal wiedersehen. Ne? Das ist natürlich die Hauptsache. Tja, eigentlich wollte ich gerade das Mittagessen auf den Tisch bringen. Ja, Sie essen natürlich mit uns mit, ne? Seien Sie nicht böse, aber ich will noch ein bisschen das Licht ausnutzen. Ja, für mich auch nicht. Ich möchte am liebsten gleich an den Strand. Ja, aber vielleicht können wir heute Abend zusammen was essen. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir so eine kleine Wiedersehensfeier. Ich gehe nachher noch was einkaufen und dann koche ich uns was.
Das lässt sich hören. Verstanden, ja. Abgemacht. Aber du musst auch noch am Strand kommen, ja? Na, da kannst du dich auf verlassen, du. Tja, dann will ich mal eben das Gepäck nach hinten bringen. Ach was, das machen wir doch. Ja, machen Sie sich keine Umstände. Ja. Hier geht das längs. Wie schön. Das ist schön, der nur eins und rechtes. Ja, das finde ich auch, du. Das könnte beinahe deine Tochter sein, du. Ja. Das ist meine Tochter. So, jetzt komm, ich will los, sonst ist die Sonne weg. Das Haus ist echt ein Hammer. Antje. Tschüss, Oma. Tschüss. Sag mal, Antje, hat deine Mutter dir nicht was für mich mitgegeben? Für dich? Ja, für mich. Nicht, dass ich wüsste, was sollte das denn sein? Weiß ich auch nicht, ein Umschlag vielleicht oder was? Tja, da kannst du ja eigentlich nur den meinen. Oh, du Biest! Biest! Das ist seine Tochter. So eine Familie hat doch auch was, ne? Nee. Schade. Für mich ist das ja wohl zu spät. Was ist? Die Tiefenteller. Ja, mach ich. Oh Mann. Oh, ist das schon so weit? Ach, hallo, ne? Was schön am Strand. Am Strand. Der ist ja riesig, beinahe karibisch. Bei Ebbe kann man sogar ins Festland gehen. Echt? Ja, aber bloß, wenn man den Weg kennt. Ne? Und dann zur anderen Seite, durchs Watt. So, da seid ihr ja. Ah, bitte, Dankeschön. Danke. Alles fertig? Alles fertig. Okay. Dann mach Platz für den Meister. Voila! Pot au feu von Edelfischen und Hummer. Ah. So, den erstmal Prost. Kenners, schön, dass ihr da seid. Prost. 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 So, komm, nun fang an da, Mensch. Anders wird das noch kalt. Ja. Und? Na, ist gut, ja. Oha. Das war nicht schlecht. Nur nicht schlecht. Sag mal, wie hältst du das denn auf die Dauer bloß aus auf dieser Insel, Papa? Du bist doch ein Großstadtmensch. Ach, weißt du, meine Lütte. Man merkt mir das zum Glück ja nicht so an, aber... Ich bin ja nun auch schon über 30, ne? Naja, aber dann hier gleich ein Haus kaufen, ich weiß nicht. Lass ihn doch, ich kann es verstehen. Ja, das ist doch wunderbar, dass Björn hier sich das Haus gekauft hat, ne? Oh, da können ihn seine Freunde immer besuchen, können sich hier einen lauen Lenz machen, ne? Haben den Ärger nicht am Hals. Und Sie sind ein Freund von meinem Vater, ja? Ja, das ist ja der Beste. Bodo ist mein bester Freund, da gibt es gar nichts. Ohne ihn... hätte ich das Haus überhaupt nicht. Ja, wir machen das sozusagen zusammen. Manchmal fragt man sich ja direkt, wem das Haus eigentlich gehört. Nun übertreibst du, Herr Björn. Nein, nein. Ich stehe ihm gerne mit Rat und Tat zur Seite. Das stimmt. Ich gebe ihm zum Beispiel Tipps, wo er seine Bilder aufhängen kann, sowas. Ne? Oder wo er sein Atelier einrichten könnte. Ne? Sowas in der Art. Ne? Und was machen Sie so, wenn ich fragen darf? Ja, Margaret ist ja... Interior Design Consultant. Schwerpunkt Country Style. Beim Hamburger Verlag? Nee, Freelance. Sie lebt ja die meiste Zeit auf Insel, nicht? Stimmt doch mal, ne? Ja, das stimmt. Ja, das auf der Insel, das inspiriert sie, nicht? Das sehen Sie, das gibt ihren Ideen dann diese Authentizität. Ja, mag ich nun nicht so bescheiden. Ne? Also dieses Haus hier zum Beispiel hat sie gestylt. Tatsächlich? Wow. Ja, da merkt man auch die professionelle Hand nicht, Omo. Ja, voll gemütlich. So, dann lass uns doch mal ein bisschen von euch schnacken. Omo, was machen Sie denn so als Fotograf? Fotografieren. Also, wir fliegen nächste Woche nach L.A.
Ja, das wird eine ganz große Sache. Da machen wir nämlich als erstes ein Shooting in Nevada für den Women's Weekly Chronicle. Outdoor Fashion. Ja, was für ein Ding? Sportklamotten. Außerdem liegen da eventuell noch 2 Coffee Table Books an. American Indian Jewelry und Custom Boat Interiors. Und das wäre dann in Florida. Indianer Schmuck und Motorjachten. Mein Vater ist nicht blöd, Omo. Nee, also lass mal, da kenne ich mich ja nun nicht so mit aus, ne? Aber das klingt doch wirklich nicht schlecht. Sagst du immer wir? Antje, was hast du denn da nur mitzukriegen? Das ist wieder typisch. Was da nämlich alles dazugehört, dass so ein Shooting ein Erfolg wird, das merkt man gar nicht, ja? Ja, dass das unheimlich viele Details sind, ja? Auf die man achten muss, ja? Ja, Mensch, das kann ich mir ja vorstellen. Oh, dear. Was genau machst du doch? Du, die Locations, ja, das ganze Setting, die Decoration, die Accessories, das muss bei einem First Class Pictorial natürlich stimmen bis ins Kleinste. Ja, das ist bei Fashion schon so und noch mehr bei Interiors. Ich meine, Sie können sich das wahrscheinlich noch am ehesten vorstellen, Martin. Sie kommen ja auch aus dem Business. Natürlich. Ja, das mag ja sein, aber ich bin da zu dösig für. Omo, können Sie mir nicht noch mal helfen? Bei meiner Tochter kapiere ich kein Wort. Sie will sagen, das ist nicht bloß das Fotografieren. Da braucht man auch Requisiten und so. Und die muss man ja auch ein bisschen nett hinstellen, nicht? Dass das auch nach was aussieht. Ach so, ach guck mal an. Warum das machst du, meine Lüde? Ja, das kann Antje wunderbar. Da hat sie wirklich Talent für. Mehr als manch einer, der das professionell macht. Mensch, das höre ich aber gerne, du. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil du ja wohl nicht mehr als Friseuse arbeitest, wie das aussieht. Nee, alles was recht ist. Auf dem Gebiet ist Antje einfach die Beste. Ne? Letztes Jahr, da hatte ich meinen ersten richtigen Auftrag für Mode. Der erste ist gut. Der erste richtige, sag ich. Fashion-Beilage fürs Abendblatt. Die hätten auch einen Arrivierten nehmen können. Ne? Die hätten sich jeden holen können. War ich ja auch stolz drauf. Naja, dann habe ich Antje gefragt, ob sie das nicht steilen will. Und? Das hat geklappt. Ho, und wie das geklappt hat, die kamen dann gleich bei uns an. Herr Bogener, diese Atmosphäre, diese Detailverliebtheit, also da kommt ja was rüber. Ich sag, das erzählen Sie mal Frau Hagen, die hat das gemacht, nicht Antje? Normalerweise haben die gar keinen Stylisten dabei, den sparen sie lieber. Weil das provinzielle Arschlöcher sind, deshalb. Mach noch jemanden Schlagsuppe. Pot au feu. Jesus. Und ich habe das als Suppe gegessen. So, naja. Aber das ist doch schön, dass es nun bergauf aufgeht mit euch da. Man internationale Aufträge, das ist doch was, ne? Ja, wir freuen uns auch tierisch. Da kann man auch eine Menge lernen, ne? Vor allen Dingen Antje. Kann dem Stylisten ein bisschen über die Schulter gucken und mit ein bisschen Glück vielleicht seine Assistentin werden, ne? Und dann, wer weiß. Wer kann wem über die Schulter gucken? Na du, dem Stylisten von Chronicle. Der ist Weltspitze. Da kann man viel lernen. Was macht der denn dabei? Wie, was der da macht? Was machen denn Stylisten? Das hast du uns doch gerade so schön erklärt. Sag mal, wieso erzählst du mir das erst jetzt? Weil du nie zuhörst. Du redest und redest und hörst nie zu. Wollte dir das ja sagen. Mich, das ist ein seriöser Beruf und kein Hobby. Das geht um Millionen Umsätze. Sag mal, soll das heißen, wenn ich das nicht heute hier zufällig vor allen Leuten erfahren hätte, dann hätte ich erst an der Location gemerkt, dass ich den Job gar nicht habe? Nein. Mann, ich hätte mich zum Idioten gemacht. Und du denkst wahrscheinlich noch, was bildet die kleine Friseuse sich eigentlich ein? Ich fass es nicht. So, nur mal Suche, und du, hör auf, in dieser Kindersprache mit mir zu reden. Oh, oh. Lass mich glatt ins offene Messer laufen. Ich kann's nicht glauben, ey. Ich hab noch in der Küche zu tun. Ja, ich helfe Ihnen dabei, ne? Ich wollte dir das ja erzählen, aber du warst immer so... Wie war ich? Du hast dir solche Illusionen gemacht. Da konnte ich irgendwie. Ich hab mir Illusionen gemacht? Ja. Ich reiß mir ein Bein aus, style ihm seine blöden Provinz-Modelfotos für die etwas stärkere Dame über 40 aus Bad Segeberg und bilde mir ein, der Typ tut ja jetzt vielleicht auch mal was für mich. Aber nein, der Herr rauscht ab nach Übersee, macht ihr voll die Karriere und ich hock weiter in Barmbek und töne den fetten Dampfnudeln ihre scheiß Mini-Pie passend zur Kittelschürze oder was? Mensches Kind, wie stellst du dir das vor? Glaubst du, ich kann da mit meinem Hofstaat ankommen? Die haben doch ihre Leute.
Du kannst dabei sein, toll, zugucken, was lernen. Also da hat er jetzt mal recht. So, jetzt ist Schluss mit Lustig. Ach, Antje. Und mit dir können wir gleich anfangen. Du hast dein Leben lang nicht einen Pfennig Unterhalt für mich gezahlt. Jetzt zahlst du mir die Ausbildung. Du zahlst, bis du klein und schrumpelig bist. Das schwöre ich dir. Du kannst ja dein Haus verkaufen hier. Antje. Und du, sprich mich ja nicht wieder an, du Knipser. Du wirst schon sehen, was von deinem Supertalent übrig bleibt, wenn ich dir nicht mehr helfe. Mensch, ich bin doch froh, wie ich wieder los bin. Ja, typisch. Den Schwanz einklemmen und abhauen. Oh Mann, ich hab die Nase sowas von voll von euch, Kerl. Antje! Wo willst du denn nun hin? Ist sie weg? Ja. Lass sie mal erst noch ein bisschen in Ruhe, dass sie sich wieder abregen kann. Keine Angst, ich laufe ihr nicht hinterher. Ich fahre wieder nach Hamburg. Was jetzt? Die nächste Fähre geht erst morgen früh um 9. Dann warte ich am Hafen. Die ganze Nacht? Und wenn nicht, schwimme ich eben. Komm hoch. Björn, was ist denn passiert? Du hast das gar nicht mitgekriegt. Wir sind beide abgehauen. Omo hat die Schnauze voll, der will zurück nach Hamburg. Und Antje? Die ist weggelaufen. Wohin? Weiß ich nicht. Muss wohl erstmal ihren Wutkopf abkühlen. Dann will sie mich verklagen. Weil ich ihr nie Unterhalt gezahlt habe. Oh. Weißt du, Margit, Sabine und ich, wir haben uns scheiden lassen, da war Antje 3 Jahre alt. Und nu? Nu? Tja, nu. Nu soll ich das Haus verkaufen. Entschuldige. Ich glaube, ich hab alles verkehrt gemacht, Bobby. Ach nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Frau habe ich verloren. Meine Tochter habe ich verloren. Ich hab nix auf die Reihe gebracht. Na, 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 na. Sie liebt dich doch. Ja. Das haben wir ja gesehen. Na, das riecht man auch 10 Meilen gegen den Wind. Was glaubst du, warum ich zuerst so eifersüchtig war? Warst du? Ein Büschen. Ich mach mir Sorgen, Margit. Ach, man soll sich nicht immer Sorgen machen. Dicke Luft, was? Antje ist abgehauen. Tja, die ist so ein Trotzkopf, du. Ich geh sie suchen. Ja, wo willst du sie denn jetzt suchen? Das weiß ich nicht, Margit, überall. Ja, aber dann nimm wenigstens eine Lampe mit. Leon, pass auf dich auf, ja? Danke. Soll ja nicht lieber einer von uns mitgehen? Nee, vielen Dank. Bist du sicher? Ganz sicher, Bodo. Das ist ja nur wohl meine Aufgabe, ne? Antje! Leon. Und wenn ihm nun was passiert? Sie machen sich Sorgen um ihn, ne? Er tut mir leid. Das ist aber auch ein kleines Biest, Mensch. Ach was, so verkehrt ist sie gar nicht. Irgendwo kann ich sie auch verstehen. Guck an. Du stehst auch gleich wieder auf der Seite von der Frau, ne? Das hat da nichts mit zu tun. Sie haben du zu mir gesagt. Ich weiß. Ich heiße Bodo. Ich weiß. Ja, und meine Mutter nennt mich also einen Hund. Ein Hund kommt mir nicht ins Haus, läuft, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, und dann habe ich gedippert und war natürlich bockig und so. Und dann habe ich mir ein Bündel gemacht.
hab da ein paar Leibniz-Kekse rein oder sowas und Mickey-Maus-Heft, glaube ich, noch oder so. Und dann, da bin ich losmarschiert. Immer geradeaus, ganz, ganz weit weg von zu Hause. Bis zum Krämer an die Ecke. Da habe ich dann erstmal Station gemacht. Und der Krämer, der war nett, das weiß ich noch. Dann hat er mir seine Milchpumpe gezeigt. Kennst du noch diese Milchpumpen mit dem großen Hebel an der Seite? Das war vielleicht interessant für mich. So, nun haben wir das gleich, meine Leute. Mann, der, du. Was machst du bloß für Sachen? Fehlt dir wirklich nichts? Bleib einfach noch ein bisschen da, ja? Ach Mensch, ich bleib doch da, meine Lütte. Ich mochte halt gern, dass du mir ob der Arms Drogen hast. Ja, da hätte ich mal schon längst mit anfangen sollen. Ach, das stimmt. Dann wärst du auch ein bisschen leichter gewesen. Findest du mich dick? Ach Quatsch, Dern, dass er nur wirklich dummes Zeug ist, der sich mal noch bloß... Sag mal, habe ich mich verhört oder hast du gerade platt geschnackt? Dann fühle ich mich wieder wie eine Lütte Dern. Nicht weggeben! Ich muss, Antje, bitte! Anders knallen mir die Bandscheiben raus wie das Brot aus dem Toaster! Ole Fadi. Gib mir gleich Ole Fadi, du. Ich bin immer noch jung genug, dass ich mich um meine kleine Tochter kümmern kann, ne? Von jetzt an bringst du mich jeden Morgen zur Schule, ja? Wenn das mal nicht zu spät ist, wa? Ist das nicht? Heute fällt Mathe aus. Ich habe einen Haufen Fehler gemacht. Wer hat das nicht? Bist du ja noch rechtzeitig gekommen? Meinst du? Sicher. Aber was auch immer sein mag, der. Man bringt sich nicht um. Schon gar nicht wegen so einem Omo. Ich wollte mich doch nicht umbringen. Ich wollte hier nur weg. Ich hab gedacht, bei Ebbel kann man zum Festland laufen. Ja, aber doch nicht ohne Führer. Der denn auch noch ohne Licht? Ja, das hab ich ja nur auch spitz gekriegt. Mann, was haben wir für ein Glück gehabt? Oh Mann, das darf man wirklich keinem erzählen, ne? Mehr als 20 Jahre habe ich mich nicht um meine Tochter gekümmert. Und jetzt hast du fast alles in einer Nacht nachgeholt. Wenn das mal möglich wäre. Ich werf dir nichts vor. Doch. Manchmal machst du das. Gerade vorhin hast du das getan. Vorhin? Vorhin war ich wütend. Trotzdem hast du das so gemacht. Das ging um Ommo. Ich sitze da in dieser Bruchbude, die sich Salon nennt. Das ist zum Lachen. Und er... Er reist rum und macht Sachen, die ihm Spaß machen. Kapierst du das nicht? Doch, das verstehe ich. Du machst auch Sachen, die dir Spaß machen. Entschuldigung. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie dir das geht. Wie solltest du auch? Ja,
Ich würde dir gern helfen, Antje. Du bist süß. Nee, ich bin nicht süß. Das ist meine Aufgabe. Das hätte ich mal schon längst machen sollen. Vielleicht könnte ich dir helfen. Du mir? Ja, ich könnte dir helfen, deine Bilder zu verkaufen. Och, Antje. Was? Also, ja, also um die Wahrheit zu sagen, im Moment läuft das Geschäft nicht gerade bestens. Ja, darum. Ja, du kannst dich um sowas nicht kümmern. Du musst malen. Ja. Um alles andere kümmere ich mich. Und dann sollst du mal sehen. Ich sehe das schon vor mir. Pass auf. Wir wohnen hier auf der Insel. Du richtest die hier in Atelier ein, am besten drüben in der Scheune. Die ist bestens. Ich habe sie mir vorhin angeguckt. Ja. Mach ja sein, aber dieses Haus hier, Antje. Ich weiß das doch, mein Lüde Ole Fadi. Ich weiß das doch alles. Du weißt das? Ja, natürlich. Ich bin doch nicht dösig. So ein großes Haus kann sich doch heutzutage keiner mehr leisten. Natürlich musst du Gäste annehmen. Ich muss... Gäste annehmen, das ist so klar wie nur was. Und weißt du auch, wer sich darum kümmert? Ach, Antje. Antje, du sagst das. Du malst, den Rest mach ich. Ach, jetzt hör mal. Ach, Männer sind wie Kinder, um die muss man sich kümmern, Basta. Das geht nicht. Das mache ich aber gar nicht leiden, dass die Kinder immer gegen Herrn schnacken. Also bitte, jetzt werd mal nicht albern, Dern, ja? Dieses Haus hier, das gehört nicht mir. So. Wem denn? Bodo. Du hast mich reingelegt. Was ein Spaß. Ich könnte mich totlachen. Antje. Lass mich. War ein bisschen viel heute. Ach, ihr seid ja schon wieder da. Das haben wir dich aufgeweckt. Kann ich irgendwas für euch tun? Nee, wir kommen schon klar, ne? Ich wollte mich gerade hinlegen. Ja, das ist vernünftig, das machen Sie mal. Ach, ihr seid ja schon wieder da. Ja, genau, das habe ich eben auch gesagt. Geht's Ihnen gut, Antje? Danke. Wo sind Sie denn gewesen? Im Watt? Sie hat gehört, bei Ebbe kann man zum Festland laufen. Ja, aber doch nicht alleine, wenn man den Weg nicht kennt. Ich weiß. Ich habe ihr das längst erklärt, Bro. Manchmal läuft man in den größten Schied rein und merkt das gar nicht. Oh, nee. Ja, und denn? Dann hat sie geschrien und ich habe sie gehört. Oh, nee. Dass du den Weg gefunden hast, alle Achtung. Du hast mir ja die Lampe gegeben. Okay, sie hat ein Glück gehabt. Ja, wir haben Glück gehabt. Sag mal, ist dir kalt? Geht schon. Dir ist kalt. Sie braucht eine Hühnersuppe. Ja, und Vitamin C, ne? Ich schmeiß da eine Zitrone rein. Danke. Ich glaube, ich gehe dann besser. Ja, schlaf mal erst mal ein bisschen, meine Leute, das ist gut. Das ist vielleicht eine Nacht, du. Das kannst du laut sagen. Was hast du? Ach, nix, mein Rücken. Bodo, ich muss dir mal was erzählen. Wo? Ja, was? Hier? Nee, tiefer. Aha. Hier? Oh, hör mal auf jetzt, bitte, Mensch. Oh. Was hast du denn erzählen? Ja, wir haben gerade geschnackt, Antje und ich habe ihr erzählt, dass das dein Haus ist. Also, ihr geht es nicht gut. Sie hat Angst, dass das Leben an ihr vorbeiläuft. Das kann ich gut verstehen. Sag mal, was machst du da? Gar nix. Bleib locker, ist alles gut. Erzähl weiter. Ja, also kurz und gut. Ich habe überlegt, wie ich sie da vielleicht rausholen kann. Mhm. Wie wirst du das machen? Ich habe mal über deinen Vorschlag nachgedacht. Was denn für ein Vorschlag? Also bitte, Bodo, du musst jetzt nicht ja sagen. Versteh mich richtig. Ja, das mit meinen Bildern, dass du dich hier reinhängen willst. Also, na ja. Vielleicht hast du es ja auch schon vergessen. Dennis. Soll das heißen, du willst das machen? Also, wenn du noch willst? Ja, aber natürlich will ich noch, Mensch, Björn! Ja? Ja, oh, denn könnte ich ja vielleicht auch sogar noch ein bisschen weitergehen. Und was machen? Ja, das malen, was die Touristen haben wollen. Windmühlen, du? Warum nicht? Ich kann auch anders.
Du bist da unten in der Pfanne verrückt. Du, wenn das darauf ankommt, dann mal ich auf Leuchttürme, ne? Hier Piraten auf Holzkisten, ein Schellfisch auf eine Kuckucksuhr, wenn die Leute das bezahlen. Und den falschen Namen, versteht sich, ne? Und deine Farbenexplosion? Meine Sache. Die maul ich denn nebenbei. Nur auf einmal. Ja, Mensch, ich brauch das Geld, Bodo. Sag mal, aber was ist denn nun mit den internationalen Museen? Was denn für internationale Museen? Du hast doch gesagt, du hast Kontakte zu internationalen Museen. Ich habe Kontakte zu internationalen... Oh, nee. Hier, du hast gefragt, kann man denn davon leben, von der Malerei? Ja. Ja. Und ich habe geantwortet, ohne internationale Kontakte kann man das natürlich vergessen. Ja. Klingelt's, Bodo? Oh ja. Ja. Du nimmst also die Scheune. Du, mit Kusshand, du. So, jetzt wird das gleich besser. Oh, wo ist sie denn? Das ist ja süß von dir, sie wollte sich noch ein bisschen hinlegen. Ach so. Ja, aber vielleicht schläft sie ja noch nicht, dann wird ihr das bestimmt gut tun. Ich guck mal nach. Ja. Danke. Bodo? Ja? Das wird wahrhaftig Zeit, dass ich mein Leben überhaupt ändere, du. Aha, meinst du? Und warum? Das ist eine lange Geschichte. Und ich habe viel Zeit. Das ist meine Tochter, Bodo. Ja. Die bedeutet mir mehr als alles andere auf der Welt, das kannst du mir glauben. Ja, das habe ich gemerkt. Aber ich bin nie für sie da gewesen, du. Ich kann keine Verantwortung übernehmen, das ist das. Doch, was heißt das denn, Verantwortung übernehmen? Ja, ja, da kriegen die Psychologen dich immer mit. Sie können keine Verantwortung übernehmen. Jetzt stehst du da wie Pik 7 in der Mondnacht, du, das kenne ich auch. Das ist nett, dass du das sagst, Bodo, aber wenn du ein Kind hast, dann kannst du nicht dauernd den Kopf in den Sand stecken und immer weglaufen, dann musst du dich kümmern. Aber ich habe es gar nicht gemerkt, aber oh, Antje ist im Moment total neben der Spur und ich muss irgendwas machen. Ich muss sie wieder aufs Gleis setzen. Und wie wirst du das machen? Vielleicht kann sie erst mal hier wohnen. Ja. Bloß bis sie aus dem Gröbsten raus ist. Ja, aber natürlich. Ja. Kannst du mal den Packen da eben aufkriegen? Ja, also von mir aus geht das in Ordnung. Ehrlich? Ja, aber natürlich. Was macht dein Rücken? Och, danke. Du bist ein guter Freund, Bruno. Sag mal, was ist denn jetzt kaputt? Wie hast du das denn gemacht? Das tut überhaupt nicht mehr weh. Ja, das ist ja gut. Wieso kannst du sowas? Das habe ich gelernt. Kurse nebenbei. Ich wollte das sogar mal richtig als Beruf machen. Bodo, Bodo, du wirst mir allmählich unheimlich, du. Und ich habe sogar überlegt, ob ich nicht vielleicht hier auf der Insel eine kleine Praxis aufmachen könnte. Vielleicht. Eine Praxis? Als Heilpraktiker, ja. Die Prüfung habe ich. Was hältst du davon? Du hast Heilpraktiker. Sag mal, wieso? Bist du da nicht schon längst drauf gekommen? Gute Idee. Ach so, das ist allerbestens, ist das. Du, Björn, du brauchst ja nur noch nicht groß drüber zu reden und das ist ja auch noch alles ganz neu, nicht? Ja, ja, ja. Nee. Weißt du, Margret, ne? Ja. Und ich. Hä? Wir sind jetzt ein Paar. So, nun weißt du das. Mein Glückwunsch, Bodo. Danke. Das ist eine feine Frau. Ja, das ist sie. Alles was recht. Weißt du, Björn? Wir werden ja alle nicht jünger. Und ja, da ist was dran, du. Und ich bin ja so froh, dass ich eine Frau habe, die mich leiden macht, die bei mir ist. Die morgens nachguckt, ob du noch am Leben bist. Du lachst da vielleicht drüber. Ich lach überhaupt nicht, Bruder. Du konntest die Frauen bestimmt aussuchen. Pff,
Quatsch, ich habe genau das gleiche Problem wie du. Na, ich habe das ja nun nicht mehr, ne? Entschuldigung, so wollte ich das nicht sagen, aber weißt du, Björn, ich bin auch so froh, dass das alles so gekommen ist und dass das so jetzt ist und das verstehst du doch wohl, oder? Wie soll ich wohl nicht, was? Aber Björn, das mit der Scheune und so, das gilt natürlich noch. Ne? Und du wohnst hier und deine Tochter auch, dass das klar ist. Ja, wenn das mal noch so eine gute Idee ist, du. Aber natürlich, Björn, Mensch, ich brauch dich doch, vergiss das nicht. Stimmt. Ich bin ja hier der Touristenmagnet, ne? Und du bist mein Freund. Aha. Schläft sie nun? Gleich. Sie war noch ein bisschen unruhig. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich mal hinlegen. Ich weiß gar nicht, wieso ich nicht müde werde. Ja, stimmt. Ich auch nicht. Es kommt heute Abend noch. Dann haut uns der alte Morpheus eins mit seinem Knüppel über Kopf. Ich mache lieber durch und gehe heute Abend dann früh zu Bett. Ja, ich dann auch. Ne? Okay. Ja, dann werde ich mal was zum Frühstück holen, ne? Ja. Mach das, Mann. Also dann, ne? Bis gleich. Mein Glückwunsch, Margaret. Hä? Na, das mit Bodo und dir, meine ich. Hat er das erzählt? Soll ich das denn nicht wissen? Naja, ich weiß ja nicht, was Männer sich so alles erzählen. Mensch, Margaret, er freut sich so. Und das ist doch jetzt auch ein ganz neues Kapitel in seinem Leben. Na, du übertreibst du vielleicht auch ein bisschen, oder? Wieso? Na, das erste Mal war es bestimmt nicht für ihn. Oder hat er das gesagt? Was? Nein, nee. Ach Mensch, ich meine doch bloß, weil ihr ja jetzt ein Paar seid. Oh, hat er das so gesagt? Nur wieso kann ich eigentlich nicht meinen dösigen Sattel halten, oder? Weißt du, Björn, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Gestern Abend, da hat er noch sie zu mir gesagt. Das war auch nicht schlecht, da habe ich mich schon die ganze Zeit drüber gewundert. Er ist manchmal ein bisschen tapsig. Ja. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr beide das gut habt zusammen. Ja. Danke dir, Björn. Ich mach mal einen Kaffee? Ja. Bist du ins Bett gegangen? Nanu, du schläfst noch gar nicht. Konnte nicht. Ziemlich durcheinander. Ach ja, das kann ich verstehen. Wie spät ist das? 7:40. Was ist denn nun los? Willst du weg? Ich kann hier nicht bleiben. Sag mal, du willst abreisen, ohne deinem Vater was zu sagen. Sonst muss ich ihm das alles erklären. Und dann versteht er das doch nicht und dann guckt er wieder so traurig. Ja, was glaubst du wohl, wie traurig er guckt, wenn du einfach so abhaust? Was soll ich denn machen? Red mit ihm, gönn ihm das Wort. Das kann ich nicht. Was man nicht kann, das muss man üben. Was? Üben. So, komm. Setz dich dahin und dann erzähl mir das. Und hinterher, da klappt das bei ihm dann auch. Willst du wirklich? Ja, nur mal zu. Also, Papa, das ist so. Also, Papa, das ist so. Du hast ja deinen Rucksack dabei. Willst du abreisen? Ja, genau. Das stimmt. Ich habe meinen Rucksack dabei, weil ich jetzt abreisen will. Und warum willst du jetzt abreisen, meine Lütte? Siehst du, genau das ist das. Weil ich nämlich keine Lütte mehr bin. Ich muss meinen Kram allein machen, das ist das. Ich kann nicht darauf warten, dass mir jemand hilft, verstehst du? Ohne
ohne diese Omos und wie sie alle hießen, die ich in den letzten Jahren hatte. Der eine war ein Tischler. Und ich wollte partout einen berühmten Kunsttischler aus ihm machen. Ich muss von irgendwas leben, sagte er und ging in eine Möbelfabrik. Ich glaube, ich ging ihm auf die Nerven. Und dann war da Kevin. Er war Journalist. Ich hatte mir ausgedacht, dass wir zusammen um die Welt reisen könnten. Er macht seine Reportagen und ich mache dann die Fotos dazu. Und jetzt schreibt er für eine Kundenzeitung von einer Handyfirma. Und ich? Siehst du, Papa, das ist immer wieder dasselbe. Ich muss das anders anfassen. Ich muss irgendwie rausfinden, was ich selber kann. Und dann muss ich das auf meine eigene Rechnung machen, auch ohne dich, Papa. Mensch, ich weiß nicht, ob du das verstehst. Das war so toll, was du mir heute Nacht erzählt hast. Aber trotzdem muss ich das jetzt allein versuchen. Aber jetzt kann ich das auch viel besser, weil ich jetzt weiß, mein Papa ist da, wenn ich ihn brauche. Und darum gehe ich jetzt wieder nach Hamburg. Weil das nicht anders geht. Papa. Oh, verflucht, das wird er im Leben nicht verstehen. Ist doch ganz einfach. Tut mir leid, ich wollte nicht lauschen. Ich habe gedacht, du schnackst mit mir. Hab ich ja auch. Ich bin so froh, dass das jetzt raus ist. Du, ich weiß, wie schwer das ist, einfach so zu sagen, wie einem zumute ist. Ich habe das nie gekonnt. Ich hatte Angst, du wärst jetzt traurig. Weißt du was? Das bin ich auch. Oh. Naja, das ist doch wohl logisch. Also, eben will meine Tochter noch bei mir wohnen und nun will sie das nicht mehr. Das ist doch klar, dass mich das ein bisschen traurig macht. Aber meine Tochter macht auch, was für sie gut und richtig ist. Und das macht mich glücklich. Und nun bin ich traurig und glücklich zu gleicher Zeit. Das klingt nicht so einfach. Nee, das ist auch ein Figelinchen Kraus, ist das. Jahrelang passiert gar nichts. Und das in einer Nacht. Oh, Sylt. Geht das Leben gleich zweimal über Kopf. Oh, Mensch. Ach, ist das schön. Geht doch nichts über eine harmonische Familie. Antje will nur doch nicht bleiben. Ich gehe wieder nach Hamburg. Ich muss mein eigenes Leben leben. Ich habe das Papa auch schon alles erklärt. Björn? Hör mir mal zu, ich muss dir mal was singen. Björn? Du musst das insehen. Ja, ja, Bodo, hör mal. Hör mir, Björn, das ist mir wichtig, hör mir jetzt zu. Du musst das einsehen. Ja, das Mädchen hat ein Recht dazu. Da ist ein Mensch, den du liebst. Und du weißt, was gut für ihn ist. Korrektur. Du glaubst, du weißt, was gut für ihn ist. Du willst ihn bewahren vor allem möglichen Kummer. Du willst ihn bewahren vor dem Leben, ja, dem Leben. Aber was ist denn das Leben? Nee? Das ist eine wunderbare Sache. Das ist warm und lebendig und lebendig und warm ist das. Und man tut das immer wie, so ist das Leben, versteht ihr? Ja, so ist das Leben. Ne? Da muss man nämlich ganz schön aufpassen mit der Liebe. Dass das keine Waffe wird, nicht? Ich liebe dich und darum musst du das so und so machen. Jeder Mensch muss sein eigenes Leben leben. Das ist nämlich ganz schön kompliziert. Das ist jeder Mensch
muss seine eigenen Erfahrungen machen. Muss seinen eigenen Weg gehen, dass er glücklich wird. Und wenn dieser Mensch, den du liebst, wenn der zu dir sagt, ich will nach Hamburg gehen. Hallo Margret. Wenn der sagt, ich will nach Hamburg gehen. Sag mal, Margret, was machst du denn da mit der Tasche? Ich will nach Hamburg gehen. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das sagen soll, aber weißt du, ich habe noch nie eine Frau getroffen wie dich und ich habe da gar nicht mit gerechnet. Nicht? Aber auf einmal warst du da und nun weiß ich gar nicht mehr, was ich ohne dich machen soll. Ich meine, aus der Pubertät bin ich raus, Margit, das kannst du mir wirklich glauben. Also, aber ich liebe dich, Margit, nur so ist das raus, nur habe ich das gesagt, nur es macht auch mit, was du willst. Sag mal, hörst du mir eigentlich überhaupt zu? Ja. Ich meine, jeder Mensch muss das machen, wo er meint, dass das das Richtige für ihn ist. Das habe ich eben ja selber gesagt. Aber Margit, du kannst doch nicht auf so einen Porsche reinfallen. Soll das heißen, dass du mich auch? Ja. Seit wann? Weiß nicht. Von Anfang an. Und du gehst trotzdem? Ja. Kommst du noch mal wieder? Wir hätten die Mann hinbringen sollen. Das wollten sie ja nicht. Nee, das wollten sie ja nicht. Machst du einen Tee? Ja. Hat uns eigentlich einer gefragt, was wir wollen? Nee. Aber so ist das mit den Frauen. Ohne geht nicht, aber mit geht auch nicht. Weißt du was, Bodo? Na, was denn? Ich habe mal gehört, dass mit der Liebe und mit der Ehe, dass die was miteinander zu tun haben, das ist man erst so seit 200 Jahren sowas. Ja. Und vorher? Ja, Liebe, das war eine Sache und Ehe, so, das war mehr sowas wie eine Versicherung. Versicherung? Ja, dass die Frau versorgt war. Danke. So, heutzutage, da brauchst du die Ehe eigentlich gar nicht mehr. Du. Und was ist denn mit der Liebe? Ja, die bleibt. Was soll die denn noch? Bist du mit der Allianz ins Bett? Was Margret wohl macht in Hamburg? Die erste Adresse hat sie dir ja nur schon gegeben. Oh ja, dieser Winkeladvokat, du, und ich hol ihn noch selber ins Haus. Ah, ja.
Sag mal, was gibt das eigentlich zu essen? Das weiß ich doch nicht. Ja, wer hat denn hier wohl Küchendienst? Ich nicht. Ich ja wohl auch nicht. Wir haben noch Erbsensuppe. Hatten wir die nicht vorgestern schon? Die ist von vorgestern. Ich fühle mich auch nicht so. Wie immer. Ihr habt einen schweren Tag hinter mir. Komm, du lass dich nicht so hängen jetzt. Fass mit an, ich muss die Scheune aufbauen. Du sag mal, wieso soll ich eigentlich hier da dein Atelier einrichten, dass du da deine komischen Muschelkästen dekorieren kannst, oder? Vielleicht, weil du deine Großstadt-Neurotiker-Praxis auch nicht alleine bauen willst, ne? Wo du recht hast, hast du recht. Ja. Du, Björn, wir leben doch hier dann nur so richtig. Das ist zusammen, ne? Also, versprich dir mal nicht zu viel, du. Warte mal ab, mein Kleiner. Oh, du. Ah!